Herzlich willkommen, lieber Robert Levin im Hähne Verlag. Es ist mir ein großes Vergnügen, dass Sie heute hier sind und ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit für dieses kleine Interview nehmen. Unsere Ausgabe zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir nicht nur Ihre Ergänzung der Fragmente, Herr Levin, präsentieren, sondern sofern vorhanden auch die des Zeitgenossen Mozarts von Maximilian Stadler. Könnten Sie in ein paar Worten schildern, worin die Unterschiede zwischen Ihrer und Stadlers Ergänzung bestehen? Ich würde sagen, genau wie bei dem Fall von Süßmeier, soll man diese Menschen ein bisschen in Schutz nehmen. Sie sind in Verruf geraten, weil man ihre Leistungen mit Mozarts vergleicht. Und kein Mensch auf der ganzen Erde kommt unversehrt aus so einem Vergleich. Das dürfte klar sein. Ich würde sagen, dass Maximilian Stadler mehr Kompositionstechnik hatte als der Süßmeier. Er verstand Mozarts Sprache eigentlich, sagen wir, von der Oberfläche her sehr gut. Das heißt, er hat ein gutes, ein scharfes Gefühl, wie von Augenblick zu Augenblick die Musik Mozarts zu erklingen hätte. Wo man ihn vielleicht kritisieren könnte, liegt in feinsinnigeren Bereichen. Das heißt zum Beispiel in der Struktur. Mozart ist vielleicht von allen Komponisten in der abendländischen Geschichte derjenige, der hierarchisch am präzisesten komponiert hatte. Wenn er ein Thema hier anbringt, dann kommt es da oder da, aber hier nicht und da nicht. Und es ist unglaublich kompliziert und konstant, die Verhältnisse, die Proporzen, alle sind bei ihm ausgearbeitet. Und es gibt Tonarten, wo er sich begeht und andere, wo er sich eben nicht begeht. Und das ist, wo Stadler ein bisschen missraten ist. Er hat auch dann die Tendenz, sich zu sehr auf Sequenzen zu verlassen. Und da gibt es ein mechanisches Element, das langsam ein bisschen auf die Nerven geht. Könnten Sie bitte an einem konkreten Beispiel einmal zeigen, worin die Unterschiede Ihrer Meinung nach bestehen und worin möglicherweise Ihre Fassung der Stadlerschen überlegen ist? Nehmen wir als Fall dann den ersten Satz von der Klavier- und Violinsonate B-Dur, Kapitelverzeichnis 372. Genau wie Stadler gehe ich von C-Moll aus. Bei ihm heißt das so. Spielt die Geige eine Melodie und nicht nur, also nur Begleitfiguren. Also ich fuschle ein bisschen, damit man den Ahnung hat von Geige und Klavier. Dass ich da ankomme, wo Stadler es tat, aber bei ihm in die falsche Tonart, also da angereist, und bei mir gerade in G-Moll, wo Mozart normalerweise geht. Gibt es denn Ihrer Meinung nach Kompositionsprinzipien bei Mozart, die gewissermaßen als Muster, als Anleitung dienen könnten, wie man Fragmente prinzipiell ergänzen könnte, sodass sie möglichst Mozart nah sind?
Ich meine, es ist nicht, als ob man vor einem unvollendeten Rembrandt-Gemälde stehen würde und sagt, ja du, nimm die Farbe und mach das weiter. Nicht? Also man kann ein Stück von Mozart ergänzen und das Original bleibt unangetastet. Man schreibt es ja doch nicht in das Manuskript, was der Stadler natürlich ausgerechnet tat, aber Gott sei Dank können wir seine Handschrift unterscheiden. Bei Süßmayr ist es ein bisschen heikler, aber wer sich eintaucht, kann letzten Endes auch das erraten. Und ich habe sehr, sehr schnell festgestellt, dass Mozart mit seiner Methodik, mit seiner Art zu komponieren, an Prinzipien festhält. Die hat er nie auf Papier gesetzt. Aber es gibt eine Konsequenz bei ihm, was zum Beispiel bei Schubert überhaupt nicht stattfindet. Schubert ist sehr impulsiv. Auf einmal begeht er sich in eine fremdliegende Tonart und macht was Herrliches, was Sublimes und dann kommt dann wieder zurück. Das ist bei Mozart nur begrenzt der Fall. Und einmal, dass man Mozarts System entdeckt, dann ist das eine Art Schablone. Natürlich hat Mozart nicht mechanisch komponiert, aber es gibt Regeln, es gibt Dinge, die er meistens tut und das er meistens eben nicht tut. Und man merkt, wenn man zum Beispiel eine fertige Sonate für Klavier und Violine unter die Lupe nimmt und nur die ersten, sagen wir, 40 Takte da kann man ohne den Rest angucken, eine Vorhersage machen, denke, also aus dies wird das, aus das wird dies, wenn man weiß, wie er mit der Materie da umgeht. Viele Takte in dieser neuen Mozart-Ausgabe im Hinde Verlag sind ja gar nicht von Mozart. Verträgt sich das eigentlich mit dem Begriff Urtext Ihrer Meinung nach? Wir müssen, wenn wir mit einem Fragment umgehen, zunächst einen einwandfreien Text herstellen. Was noch verhängnisvoller ist, weil alles, was kreativ danach komponiert wird, da angewiesen wird, wie der Text etabliert war. Und die Philologie der Weiterführung hängt eigentlich mit diesem Urtextkonzept eng zusammen. Es ist vielleicht auf einer anderen Ebene, aber wie Stravinsky sagte, je mehr ich mich beschränke, desto mehr befreie ich mich. Also man bewegt sich innerhalb Mozarts Sprache. Etabliert man diese Sprache auf Papier, präzis, wie die Musik überliefert ist, dann ist man bestens imstande, den Spannungsbogen abzuschießen und eigentlich das zu machen, was von Mozarts Praxis abgeleitet ist. Lieber Bob Levin, ich darf an dieser Stelle Ihnen sehr, sehr herzlich für die wunderbare Zusammenarbeit mit Ihnen an diesem Band danken und natürlich auch dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier in den Verlag zu kommen und sich meinen Fragen zu stellen. Besten Dank. Also ich fühle mich als enger Freund des Verlages immer beglückt, wenn ich hier in die Forstenriederallee kommen darf. Also so viele Gespräche über so viele Themen. Und ich meine, zu Hause haben meine Frau und habe ich also jede Menge von den vertrauten blauen Umschlägen. Wir bewegen uns sehr, sehr gern innerhalb des Universums von Henley und sind eigentlich unglaublich dankbar für die Leistung, was der Henley Verlag für alle Musiker anbringt. Also seit der Zeit, als ich in einer winzigen Maschine mit Günther Henley nach Marlborough 1969 saß, das war die erste Bekanntschaft mit dem Verlag und diese Bekanntschaft ist also für mich ganz wichtig in meinem Künstlerleben.